Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10. Heute MP7. Und dann mach so Auto so machen, ich machen so, aber Unfall. Auf meinem 10. Platz liegt die MP7 Empire. Schön grün, witzige Gesichter. 3 € bis 4 € ist schon mal ein guter Start, neuch. 9. Platz für 50 Penning bis 4 € die Powercore. Auch grün ohne Gesichter. Gefällt mir ein bisschen besser. Wahrscheinlich einfach, weil das Gesamtkonstrukt gerade mit dem Gelb eben nochmal so ein bisschen knackiger wirkt. Auf dem Platz Nummer 8 liegt die MP7 Neon Ply und die sieht vor allem seit CS2 nochmal ein gutes Stück besser aus. Bei Global Offensive war es schon so ganz in Ordnung, aber das gefällt mir so auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück besser. 1 € bis 5 €. Ja, ist halt Presspapp, ne? Ist Presspapp. Die Abyssal Appariation. Für 1 € bis 8 € ist die zu erhalten. Und die hat so ein bisschen das Feeling, als hätte man gesoffen, ne? Von der Farbnutzung her, als wenn es so ein bisschen verschwimmen würde. Sehr, sehr lecker, damals noch aus der Dreams and Nightmare Case, oder ist damals erschienen. Auf diese Case hatte ich mich ultra gefreut, da waren wirklich viele, viele coole Sachen dabei, unter anderem eben auch dieses Teilchen. Nächster Platz, Platz Nummer 5. 4, 6, 6, Nemesis. Das ist doch von Yu-Gi-Oh! Das Viech. Das kann ich von hier erkennen. Auch sehr lecker. Das Gelb kommt fast ein bisschen goldig rüber. Und der Preis auch. Naja, geht. 5 € bis 13 €. Ist gar nicht so goldig. Aber trotzdem auf jeden Fall noch. Nee, ist nicht in Ordnung. Nein. Ich würde sagen, 2 € bis 5 € wäre ein guter Preis. Auf dem 5. Platz liegt ein Skin, der mir vor allem wegen oder durch Createx, unserem Cutter hier, und auch dem Createx, ihr kennt den ja alle, Macher und Gönner, Trilux-Videos und sowas, durch Createx ist mir die so ein bisschen in die Hände gespielt worden, beziehungsweise kam die Idee, sie halt zu kaufen. Wir haben vor Monaten, als CS2 noch recht frisch war, nach Skins geschaut, die wohl mit diesem neuen Shiny-Effekt explodieren könnten, beziehungsweise teurer werden könnten. Und die Sunbaked ist einer davon. Also wenn du sie in FN holst, richtig schön Silber eigentlich, fast Silber. In BS komplett Gelb-Gold. Wirklich ein geiles Ding. Und Createx meinte damals, ey, die musst du holen für die Giveaways. Dann habe ich dann direkt 3 oder 4 geholt. Und die haben wir alle in den GIFs rausgeklöppelt. Jetzt lass mal gucken, preislich sieht das ja gar nicht so gut aus. Eigentlich, warte mal kurz, 4 Cent bis 16 Cent. Naja, naja, naja. Hätte ja sein können, dass sie steigen. Auf dem 4. Platz auch ein Skin, der recht glänzi-bubenzi ist, aber halt blau, schöne, kräftige Farbe hier auch. Preislich sehr günstig, 14 Cent bis 61 Cent ist ein super Ding. Also wenn du dir ein blaues Inventory aufbauen möchtest, klar, sofort zugreifen, ist ganz klar. Jetzt folgen wieder meine vorderen 3 Plätze. Ihr könnt mal wieder raten, was da wohl bei mir liegt und die Ratezeit ist vorbei. Platz Nummer 3, dort liegt bei mir die Just Smile. Guck doch mal, aus der Kilowatt-Case, also praktisch noch druckfrisch. Leider halt etwas wenig Kraft in den Farben, aber sonst sehr geil. Also genau sowas ist was mir sehr, sehr gut gefällt. Und auch der Preis, der kann einem gefallen. 1 bis 3 € geht, geht. Und darauf wiederum folgt der 2. Platz, und zwar die MP7 Fate. Ja, es gibt viele Fate-Skins. Das ist auch nach wie vor oder wie immer eigentlich ein sehr schöner Fate-Skin. Und der ist sogar gar nicht so teuer. Man zahlt hier 4 bis 8 Euro für einen MP7 Fate Skin. Natürlich kommt es aufs Pattern und so weiter an. Aber ja, so im Schnitt halt kann man sich schon mal gönnen. Doch was liegt jetzt auf meinem 1. Platz, fragt ihr euch? Ich kann es euch sagen. Die Blutspucht. Die Blutspucht. Guck mal, wie glänzig die ist. Das ist mir doch nicht aufgefallen, dass die MP7 Bloodsport in CS2 so glänzt. Ich finde es aber sehr geil, dass sie das so gemacht haben. Weil sie ja auch schon so ein bisschen wie so ein Rallye-Auto oder wie eine Trophäe voll für einen Rallye-Fahrer aussieht. Und Trophäen glänzen ja meistens. Also von daher perfekte Wahl. Preis 1 € bis 4 €. Absolutes Schnapperl. Woran liegt das wohl? Vielleicht wird die MP7 gar nicht so stark bespielt. Und genau da setzen wir auch beim Giveaway an. Es gibt heute eine MP7 Abyssal... wie hat sie vorhin gesagt? Abyssal Appariation, glaube ich. Ein bisschen. Abyssal Appariation. Und die Frage hierzu, die ihr beantworten sollt, beziehungsweise nicht beantworten sollt, aber das, was ihr in euren Kommentar reinschreiben sollt, ist folgendes. Spielt ihr die MP7 eigentlich gerne? Oder sagt ihr... Komm, lass mal lieber stecken. Wie sieht's aus? Einfach in den Kommentar rein und dann seid ihr automatisch im Giveaway mit dabei. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream. Ich streame 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Aktuell gibt es noch, also in der Woche vom 15.04. Es gibt nämlich in den Zwiebens ein Paracord Kneif zu gewinnen. Also es lohnt sich vorbeizuschauen. So, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten, ich habe das eben alles schon gesagt. Haut rein, bye bye.
mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.